Nächste Rednerin ist Alef Koro und sie ist die Asylsprecherin der Grünen. Ich warte einfach, bis die. Geht's ein bisschen leiser? Die Frau Corona ist am Wort und hätte gerne auch Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kollege Doppler, bitte, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, eine Volksbefragung darüber, ob bestehende Gesetze anzuwenden sind oder nicht, ist in der Tat sehr originell. Wenn man nicht so diplomatisch ist, müsste man sagen, geradezu skurril. Andere Probleme hat Kollege Gerstl angesprochen. Es ist aber interessant, dass der Antrag nicht einmal konkret sagt, welche konkreten Bestimmungen angeblich nicht eingehalten wurden. Mir kommt vor, der Antragsteller weiß das selber nicht. Und die konkrete Bezeichnung, worüber man eigentlich befragen will, ist doch das Minimum bei einer Volksbefragung, die man beantragt. Und zudem ist die Frage eine einzige Suggestivfrage. Und Sie kennen offensichtlich nicht die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, der schon im Jahr 2000 gesagt hat, dass die Frage, die bei einer Volksbefragung gefragt wird, eine eindeutige sein sollte und Spekulationen keinen Raum lassen sollte. Das sind alles eigentlich genug Gründe, diesen skurrilen und absurden Antrag abzulehnen. Seit gestern ist ein zusätzlicher, ganz massiver für mich und für uns dazugekommen. Herr Klubobmann Luca, Sie haben gestern in Ihrer Rede nach Österreich Flüchtende, nach Europa Flüchtende als sogenannte Neandertaler beschimpft, die wir, Zitat, Gott sei Dank hier bei uns ausgerottet haben, Zitat Ende. Herr Klubobmann Luca, ich fordere Sie auf, treten Sie zurück, damit Sie die Würde des Parlaments nicht mehr verletzen. Es ist schlicht und ergreifend unerträglich, dass von diesem Rednerpult derart Menschenverachtendes, derart Rassistisches, ausgerechnet pauschal über Menschen, die um Schutz vor Verfolgung ansuchen, in der EU gesagt wird. Treten Sie zurück, Herr Luger. Der Antrag sei skurril, sagt Alef Koron, die Asylsprecherin der Grünen. Man könne zu diesem Thema keine Volksbefragung durchführen.